Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Juni 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und begleite euch durch die Konstellationen. Das wird ein toller Monat, wenn ihr Familienmenschen seid, wenn ihr es mögt, dass bei euch zu Hause viel los ist. Vielleicht kommt es auch zu dem einen oder anderen reinigenden Gewitter, aber das liegt euch ja. Für Widder Singles kann ein Flirt, der eingeschlafen zu sein schien, nun wieder in Gang kommen. Bevor wir uns das näher anschauen, hier noch der Hinweis, auch diesmal gibt es wieder was zu verlosen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Schauen wir jetzt in den Erlebnishintergrund für die Widder, die länger anhaltenden Aspekte und wie die diesen Monat für euch aussehen. Da wäre zunächst mal und ganz wichtig Glücksplanet Jupiter bei euch im Partnerhaus hier gegenüber der Widdersonne, der euch ja schon seit vielen Monaten dort mit viel Flirtenergie und Liebesenergie versorgt. Ist eine tolle Konstellation, eventuell auch zum Heiraten. Und da der Jupiter, der jetzt in den letzten Wochen rückläufig war, nun am 9. wieder direktläufig wird, kann das auch bedeuten, dass eben, wie schon erwähnt, eine Liebesangelegenheit, die eingeschlafen zu sein schien, nun wieder in Gang kommt oder sich die Energie wendet und in eine Richtung wendet, die euch gefällt. Das ist also super für Liebe und Partnerschaft, ganz allgemein für alle Widder, aber ganz besonders spüren das die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und 5. April Geburtstag haben. Ja, dann habt ihr natürlich diese stressige Konstellation hier mit Pluto im Steinbock, der Entspannung im Quadrat zur Widdersonne steht. Das bedeutet einfach, dass diejenigen Widder, die ehrgeizig sind, sich mit stressigen Machtkämpfen auseinandersetzen müssen oder einen sehr schwierigen und anspruchsvollen Boss haben oder auch selber sich unbedingt durchsetzen wollen oder stark unter Druck stehen. Sehr viel erreichen können auch. Ne? Für viele Widder ist es auch eine Zeit, wo sie sehr, sehr, sehr erfolgreich sind, aber eben auch mit all dem Stress, der dazugehört. Und das kann natürlich kontraproduktiv für die Liebe sein und für Partnerschaftsangelegenheiten. Das war besonders schwierig, als hier Jupiter und Pluto direkt im Quadrat standen oder als Pluto auch direkt im Quadrat zu Uranus stand. Aber das ist jetzt im Juni nicht der Fall. Ja, also ihr kriegt jetzt nicht gleichzeitig diese ganzen Hammerenergien, sondern es ist ein bisschen besser sortiert und ein bisschen entspannter. Und da gibt es auch ein paar gute Aspekte mit der Venus. Also braucht ihr euch nicht allzu viel Sorgen zu machen deswegen. Aber trotzdem, die Geburtstagskinder, die zwischen dem 6. und 11. April haben, die haben schon mit dieser Konstellation zu tun. Und das bedeutet eben einfach, dass sie sich oft und stark durchsetzen müssen oder eben unter beruflichem Druck stehen. So, dann haben wir Saturn, der im Schützen steht und damit in einem günstigen Aspekt zur Widdersonne. Der steht hier im Haus der Pläne und bedeutet eben, dass man Pläne macht oder langfristig Pläne macht, die Hand und Fuß haben und auch langfristige Konsequenzen haben. Das ist eigentlich sehr positiv, zwar auch wieder ein bisschen anstrengend, aber es bringt wirklich was auf lange Sicht. Übrigens auch gut für Fortbildungen. Und alle solche Sachen, bei denen man dann auch wieder Leute kennenlernen kann. Und Leute, das sind dann Leute, mit denen auch langfristig was entstehen kann. Und das spüren jetzt besonders diejenigen, die zwischen dem 11. und 17. April Geburtstag haben. Und diejenigen, die zwischen dem 15. und 20. April Geburtstag haben, das ist so eine Überschneidung, die haben ja den Aspekt hier, die Konjunktion von Uranus, der bei euch im Zeichen steht, im Widder steht. Und ihr seht das schon. Der steht eben gleichzeitig auch im guten Aspekt zum Saturn und dann auch im Mondknoten im Löwen. Der Mondknoten steht für euch im 5. Haus der Kreativität und der Lebensfreude. Super schön. Und dieses ganze Dreieck heißt eben für euch auch, dass ihr Beziehungen anfangen könnt, die langfristiges Potenzial haben, wenn ihr am Ball bleibt und da dann auch Geduld bewahrt. Und das, wie gesagt, ganz besonders für diejenigen, die in der dritten Dekade Geburtstag haben. Aber nochmal, die Energie wirkt erstens mal für alle Widder und zweitens kann es ja auch sehr gut sein, dass ihr andere wichtige Planeten, wie zum Beispiel Liebesplanet Venus oder auch den Mond oder auch den Mars, auch im Widder hat und dass der vielleicht auch diese Aspekte direkt empfängt. Das müsste man dann mal in der Beratung klären. Dann haben wir für euch da noch die Lilith, die Göttin der wilden Frauen. Die steht für euch in einem förderlichen Aspekt zur Widdersonne und auch im 9. Haus der Pläne und der Horizonterweiterung. Das heißt,
Diejenigen von euch, die sich für die wilde Göttin interessieren oder überhaupt dafür, die innere Göttin zu entdecken, für die ist das eine gute Zeit, um da mal auf Visionssuche zu gehen und sich in dem Bereich ein bisschen fortzubilden. Göttinnenkräfte im eigenen Leben, sowohl die Widderfrauen, die das für sich integrieren können, als vielleicht auch die Widderherren, die vielleicht heimlich eigentlich eine Göttin suchen und da mehr drüber wissen wollen. Also da ist das eine gute Zeit. Und Lilith steht in der zweiten Dekade jetzt in einem guten Aspekt zur Widdersonne, beeinflusst aber auch alle Widdergeborenen recht positiv. Dann kommen wir jetzt zu euren aktuellen Konstellationen und da schauen wir zurück auf den Neumond vom 25. Mai. Der steht für euch günstig im Zeichen Zwillinge, guter Aspekt zur Widdersonne und im dritten Haus. Das heißt, es geht jetzt für euch darum, mit euren Geschwistern ins Gespräch zu kommen, mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen, im Beruf den Flurfunk zu beachten, was da so alles erzählt wird. Also wichtige Infos kommen jetzt für euch aus der unmittelbaren Umgebung. Einige Widder, vor allem der dritten Dekade, müssen ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht um Kopf und Kragen reden. Da habt ihr nämlich auch den Mars im dritten Haus. Da kann es sein, dass man ein bisschen sehr aggressiv ist beim Reden oder beim Austausch und ein bisschen dick aufträgt. Also da einfach mal den Ball ein bisschen flacher halten und eher zuhören, weil jetzt kommt vieles, was ihr dann eben auch nutzen könnt an wertvollen Informationen. Und dann denkt doch mal zu dem Neumond in den nächsten 4 Wochen nach. Was wollt ihr denn so erfahren? Was wäre euch jetzt wichtig? Was wollt ihr dazulernen? Und verabredet euch mal, wenn ihr Geschwister habt, mit euren Geschwistern auf einen Plausch oder auf ein Wiedersehen. Ja, dann schauen wir, wie es zu Beginn des Junis aussieht für euch. Wir haben die Sonne im Zeichen Zwillinge im guten Aspekt zur Wintersonne. Also das ist eine sehr anregende Zeitqualität, in der ihr viel in Austausch kommt und wahrscheinlich auch viel Spaß habt und viele Leute trefft und wahrscheinlich auch viel eingeladen werdet. Dann haben wir die Venus immer noch im Widder stehen. Da war sie ja nun sehr lange nach ihrer Rückläufigkeitsphase und macht jetzt noch die letzten Tage bei euch im Zeichen und gerade eben hier noch zusammen mit Uranus und in diesem tollen Dreieck, wo man jetzt noch jemand ganz, ganz Tolles kennenlernen kann. Deswegen alle Widder-Singles, die Pfingsttage solltet ihr euch nicht zurückziehen, sondern überall unter Leute gehen und Leute treffen und flirten, was das Zeug hält. Genau, dann habt ihr den Merkur hier im zweiten Haus. Das ist gut für finanzielles, Finanzpläne und um Schnäppchen zu machen. Da steht er sehr günstig. Dann, wie gesagt, der Mars, auch noch günstig zur Widdersonne, aber bitte im Gespräch nicht zu dick auftragen. Am 2. Juni ist ein Tag, der könnte für euch ein bisschen kritisch sein, denn da haben wir den Mars hier aus dem Zeichen Zwillinge raus in einer Spannung zu Chiron. Das könnte eine Verletzungsgefahr mit sich bringen, also passt da ein bisschen auf euch. Und dann aber gleich zum Pfingstwochenende einen Top-Tag. Also ihr müsst ja Pfingsten nicht gerade eine sportliche Herausforderung euch vornehmen, sondern was Lockeres, Lustiges. Jedenfalls habt ihr Pfingstsamstag den Mond im Partnerhaus, den Jupiter im Partnerhaus, dann eben hier diese tolle Verbindung von der Venus, die in eurem Zeichen steht, mit Aufreger Uranus. Also wenn das nicht einen neuen Flirt bringt, das ist jedenfalls eine spitzenmäßige Energie, um neue Leute kennenzulernen und zu flirten. Ganz wunderbar. Und diejenigen von euch, die in einer festen Beziehung sind, die können natürlich diese Konstellation für was Kreatives nutzen, weil man da auch sehr schöne Ideen hat und überhaupt voller Lebensfreude ist, zumal ja eben der Mondknoten im Löwen auch darauf hinweist, dass für euch jetzt eine Zeit ansteht, wo ihr das Thema Lebensfreude und auch Sexualität mit viel Herz in eurem Leben zur Geltung bringen sollt. Genau, dann haben wir ab dem 4. Juni, das ist für euch auch sehr wichtig zu wissen und zu beachten, haben wir den Mars, der geht dann ins vierte Haus für euch, in den Krebs und damit in eine Spannung zur Widdersonne, Quadrat Mars. Das könnte euch reizbar machen. Das müsst ihr beachten, denn ihr seid ja ohnehin das Marszeichen mit der überschäumenden Energie. Und wenn ihr jetzt euren eigenen Herrscherplanet in Spannung zur Sonne habt, dann könnt ihr auch leicht mal ausflippen. Was gut daran ist, ist, dass der Mars jetzt richtig viel Energie für euch ins Haus der Familie bringt und dass da jetzt ordentlich was los sein wird. Vielleicht haben sich auch schon zu Pfingsten alle möglichen Verwandten bei euch angesagt, aber da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, dass es nicht zum Zoff kommt. Und das Beste, was man da machen kann, ist was Energiereiches unternehmen.
Ja, dass man also wirklich was sich vornimmt, wo man sich auch körperlich und sportlich oder auch geistig betätigt, bis sie miteinander in Wettbewerb geht, vielleicht ein sportliches Spiel, irgendeine witzige Auseinandersetzung. Ne? Also was nicht so gut wäre, wäre jetzt nur so gemeinsam rumhängen und Fernsehen gucken. Dabei würde dann wahrscheinlich sich so eine Spannung aufbauen und dann könnte das so ein bisschen unangenehm werden. Aber wenn man das aktiv nutzt, ist es halt auch eine gute Zeit. So, und dieses Mars-Quadrat, das spüren die Geborenen der ersten Dekade bis zum 28. Juni. Also da gilt für euch so ein bisschen aufpassen, weil ihr leichter als sonst in den Konflikt geratet. Und danach bis zum Ende Juni dann die zweite Dekade und dann, wie es im Juli weitergeht. Da reden wir dann im Juli drüber. Und dann für euch auch sehr wichtig zu wissen ist, dass dann ab dem 6. Juni die Venus euer Zeichen verlässt, den Widder verlässt und dann in den Stier geht, ins zweite Haus. Das ist aber auch eine gute Nachricht, denn das ist das Geldhaus und Venus im Geldhaus ist immer gut, weil da kann sie halt dann ihre Finanzkräfte entfalten. Das ist auch gut fürs Selbstwertgefühl und ist auch weiterhin gut für euren Körper. Also ihr werdet euch weiterhin gut fühlen, attraktiv fühlen und auch Lust haben, euch selbst und andere zu verwöhnen. Dann haben wir am 7. Juni auch einen wichtigen Übergang. Der Merkur wechselt das Zeichen in die Zwillinge, in euer drittes Haus auch. Ist auch nochmal sehr belebend für jede Form von Austausch, vielleicht auch für Flirt-Apps und solche Sachen. Also das ist sicherlich eine gute Energie für euch. So, dann haben wir am Freitag, den 9. Juni, der den Vollmond und das ist für euch auch ein Top-Tag. Erstens mal ist das für euch auf einer interessanten Achse, also neues Lernen und Pläne machen. Das ist also der Vollmond hier, Pläne machen, sei es, dass ihr euch mit dem Thema der Göttin beschäftigt, sei es, dass ihr euch mit ganz langfristigen Plänen beschäftigt. Zu Vollmond könnt ihr da eine Inspiration bekommen. Und außerdem wird dann der Jupiter wieder direktläufig. Das wird hier noch nicht angezeigt, aber am nächsten Tag seht ihr hier, ist das R hier weg. Und das heißt, er geht dann wieder in den Vorwärtsgang, bleibt da lange stehen, auf diesem Grat auch. Und das heißt eben, dass Flirtangelegenheiten, falls sie zum Stillstand gekommen sein sollten, nun wieder in Gang kommen. Ist eine super schöne Liebesenergie. Und außerdem haben wir da auch noch gleichzeitig Venus und Mars in einem schönen Aspekt miteinander, was euch auch betrifft, weil ihr seid ja vom Mars regiert. Und wenn der Mars eine gute Energie von der Venus bekommt, dann stärkt das eben auch für euch die Liebes- und Flirtenergie. Also rund um den Vollmond dürfte es bei euch hoch hergehen und ihr dürftet viel Spaß haben. Dann haben wir einen Top-Tag am Mittwoch, den 14. Und da geht es um Freundschaft. Da steht der Mond im Wassermann bei euch im Haus der Freunde und bildet einen guten Aspekt hier. Erst zu Merkur, dann später noch zur Sonne. Das ist sehr vorteilhaft für euch im Austausch und der Austausch und die Verbindung vielleicht auch mit Geschwistern zum Beispiel und dass ihr mitkriegt, was so los ist. Das ist ja in diesem Monat halt sehr wichtig und wird da sehr schön betont an dem Tag. Ja, nächster wichtiger Punkt ist der 21. Juni, wenn die Sonne in den Krebs geht und damit in Spannung zur Widdersonne. Und auch der Merkur wird dann in den Krebs gehen und das ist die Sommersonnenwende. Ist für euch auch ein wichtiges Datum. Und in meinem Special erfahrt ihr mehr dazu. Und das bereitet sozusagen den Neumond vor. Der ist ja dann am 24. und auch alles im Krebs. Sonne, Mond, Merkur und Mars. Das ist halt sehr spannend für euch als Mars-betonte Widder. Das wird euch sehr stark aufmischen und jetzt kommt es eben darauf an, wie ihr dazu steht. Wenn euch das natürlich stört, dass jetzt in der Familie so viel Energie ist und dass die alle was von euch wollen, dann kann es darüber zu Reibereien kommen. Aber wenn ihr, wie viele Widder, echte Familienmenschen seid, dann werdet ihr wahrscheinlich eher Spaß haben mit dieser Konstellation, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Und werdet dann eben da auch Energie reingeben und vielleicht in Urlaub fahren zusammen, was Aktives machen. Also ich sehe das eher positiv. Aber ihr könnt mir das gerne mal zurückmelden später, ne, wie es für euch gelaufen ist in diesem Monat, ob ihr euch gestritten habt oder ob ihr es hingekriegt habt, dass ihr mit sportlichen Aktivitäten innerhalb der Familie oder eben auch bei euch zu Hause da ein bisschen Spaß habt. Ich sehe da also vor mir vielleicht auch so Grill feiern und irgendwie irgendwas, was laut und lustig ist. Ja, also da müsst ihr einfach wirklich auch Dampf ablassen und Energie ablassen. Und ich hoffe, die Familie oder eben auch die Freunde bei euch zu Hause ziehen dann da mit.
Genau. Dann haben wir eine super, super spannende Phase für euch jetzt mit dem Mars vom 25. bis zum 28. Ja, Sonntag, den 25. bis Mittwoch, den 28. Juni, weil der Mars da verschiedene Aspekte eingeht. Da haben wir zuerst Mars Quadrat Jupiter am 26. Das ist eine etwas schwierige Konstellation. Da kann es zum Beispiel zum Streit kommen zwischen euch, entweder und der Familie oder euch und dem Partner. Gerade wenn es um irgendwas geht, hier vielleicht jemand, der sich von euch ungerecht behandelt fühlt. Ja, also Mars, Jupiter ist schon energiegeladen und da neigt man eben auch dazu, sehr wütend zu werden. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn es so um Gerechtigkeitsgeschichten geht. Aber gleichzeitig haben wir da den Mars auch wiederum in einem sanften Aspekt zu Neptun. Also das ist auch wieder sehr inspiriert. Da müsst ihr mal gucken, wie das dann für euch wird, ne? Ob ihr dann mehr in diese aggressive Energie geht oder ob ihr hier in diese romantische Energie geht. Das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, in welchem Sternzeichen euer Partner ist oder die Leute, mit denen ihr zu tun habt. Ne? Also das ist natürlich auch super zum Flirten hier wieder, aber ihr dürft dann nicht euer Selbstbewusstsein zu dick zur Schau tragen. Besonders am 27., wenn der Mond dann auch noch durch den Löwen geht und den Mondknoten aktiviert, was für euch sehr positiv steht. Und ihr habt hier den Jupiter, aber eben im Quadrat zum Mars und gleichzeitig hier diese fantasievolle Liebesenergie. Da müsst ihr mal aufpassen, wie ihr das hinkriegt. In meiner Vision sieht das so aus, dass es halt super ist zum Flirten, aber ihr dürft da euer Selbstbewusstsein nicht zu dick zur Schau tragen, nicht zu laut sein, sondern vielleicht eher so ein bisschen zuhören und eher euch auch ruhig mal von der sensiblen Seite zeigen. Und dann verratet ihr mir mal bitte, wie das für euch gelaufen ist. Okay, und der Montag ist dann eben in diesem ganzen Reigen von Planeten auch ein Top-Tag, wenn der Mond dann im Löwen ist und Dienstag eigentlich auch noch, ne? Hier mit dieser Verbindung zum Mondknoten. Genau, also es wird für euch sicherlich auch ein spannender Monat, liebe Wittergeborene. Wenn ihr mehr wissen wollt zu eurem persönlichen Horoskop, könnt ihr natürlich eine Beratung bei mir buchen. Ich stehe euch zur Verfügung und alles darüber erfahrt ihr auf meiner Homepage oder ruft einfach auf meinem Kundentelefon an. Und die Verlosung diesmal, da gibt es wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen. Das Thema dürft ihr euch aussuchen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann postet mir einfach einen interessanten Kommentar. Lasst mich wissen, wie es euch mit den Sternen ergangen ist. Und abonniert bitte meinen Kanal, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Oder ihr nehmt einfach mal an meinem Webinar Antonias Sterne teil, wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, dass ihr drankommt. Denn da hat jeder Teilnehmer die Gelegenheit, eine Frage zum Horoskop zu stellen. Ja, meine lieben Widder, damit wünsche ich euch für den Juni alles Gute mit den Sternen.